Hi, ich bin Philipp, bin 17 Jahre alt, komme aus der Nähe von Bonn, aus einem kleinen Dorf, das heißt Müllekoven, und ich gehe zur Schule, bin in der 11. Klasse. Mein Lieblingsfach ist Physik, mache aber auch gerne Mathe. Das hier ist mein Zimmer mit Aquarium und hier ist mein Schreibtisch, wo ich dann für die Schule arbeite oder auch mal was am Computer spiele oder irgendwas suche. Hier mein wunderbares Bett mit Couch darunter. Hier kommen wir dann auch wieder zum Highlight meines Zimmers, wo dann meine Anlage steht mit dazugehöriger Plattensammlung und auch mein Fernseher, wo ich dann zwischendurch mal gerne mal einen Film schaue. Ich reite zwischendurch eher gerne, aber bin eher bei der Weidearbeit dabei. Aber nebenbei mache ich auch Kampfsport und Jiu-Jitsu. Gehe gern laufen und mache auch Kraft- und Ausdauertraining. Musik spielt in meinem Leben eigentlich eine relativ große Rolle, da ich sehr viel Musik höre, eigentlich fast immer, wenn ich dafür Zeit habe. Aber Musik höre ich hauptsächlich im Moment deutschen Hip-Hop, da dieser teilweise, also manchmal kann er dich in eine komplett andere Welt bringen oder halt irgendwelche Geschichten erzählen, die ähnlich oder vielleicht auch fast die gleichen in meinem Leben vorgekommen sind. Nebenbei arbeite ich noch saisonweise als Weihnachtsbaumverkäufer und bei uns im Computerladen. Die Kirche ist halt bei mir auch relativ viel KDB-Arbeit, wo ich halt ehrenamtlich verarbeite, wo ich im Diözesanausschuss sitze und da regelmäßig hinfahre nach Köln bei uns. Und ich bin noch Messdiener bei uns im Dorf und diene da eigentlich jeden Monat mindestens einmal. Also mit Brasilien verbinde ich hauptsächlich Fußball, schöne Landschaften, schöne Strände, den Amazonas unter anderem. Berühmte Brasilianer, die ich kenne, da ich relativ interessiert an der Formel 1 bin, zum Beispiel Ayrton Senna oder Nelson Piquet, aber halt auch Fußballer wie Ronaldo. Die Hauptprobleme der Jugendlichen in Deutschland ist, glaube ich, auch viel, dass sie sich missverstanden fühlen und nicht akzeptiert in dem, was sie tun, zum Beispiel. Also eigentlich sind alle Menschenrechte bzw. Jugendrechte bei uns in Deutschland vorhanden und werden auch eingehalten. Also zumindest bei mir im Umfeld. Recht und Gerechtigkeit bedeutet für mich, dass Menschen so leben können, wie sie es möchten, aber halt die anderen Menschen auch, ihre Mitmenschen, so leben lassen, wie sie es möchten. Dass es ein friedliches und schönes Miteinanderleben ist. Was man gegen Ungerechtigkeit tun kann, ist eigentlich, wenn jeder gerecht handelt, ist niemand ungerecht behandelt.